Hallo zusammen, ich melde mich aus dem Homeoffice. Weiterhin ist es wichtig, zu Hause zu bleiben und auch Sport zu treiben. Sport ist sehr wichtig, dass man mental fit bleibt, körperlich fit bleibt. Und da eignet sich Tischtennis ganz gut. Die Decke wird uns auf den Kopf fallen und wir müssen uns bewegen, wollen uns bewegen. Und Tischtennis kann man überall spielen. Wir haben einen Küchentisch oder einen Esszimmertisch und den kann man gut umfunktionieren zu einem Tischtennistisch. Dazu brauchen wir ein Netz. Als Netz können wir benutzen die Bücher, die bauen wir auf, die sind schnell aufgebaut. Drei Bücher passen bei mir hin, unter anderem meine Biografie. Die stellen wir hier hin. Ups, hält noch, gut. Jetzt brauchen wir noch einen Ball, Tischtennisball. Hoffentlich habt ihr alle zu Hause und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wir brauchen noch einen Schläger und da habe ich mir jetzt überlegt, wir fangen mal mit dem Vesperbrett an. Vesperbrett sollte okay sein, da ist ein bisschen Unterschied drin, Rückhand wie Vorhand, versucht da mal wenig Fehler zu machen, lange den Ball drin zu haben. Okay, als nächstes eine Bratpfanne, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil die Bratpfanne viel schneller ist. Bratpfanne ist schnell, kann man Rückhand wie Vorhand auch spielen. Als drittes nehmen wir ein Handy, wir haben jetzt in letzter Zeit sehr oft das Handy benutzen, soll es einfach mal zur Seite legen, auch in Zukunft zur Seite legen, ein bisschen mehr Pause machen. Damit kann man auch Tischtennis spielen. Das ist ein bisschen schwieriger, klar, ist ein bisschen kleiner, aber auch bei mir funktioniert das eigentlich ganz gut. Okay, dann haben wir noch den ganz normalen Schläger. Damit können wir ein paar Ballwechsel spielen. Rückhand, Vorhand, Rückhand, Vorhand. Wenn man natürlich keinen Gegner zur Hand hat, dann kann man den Tisch zur Seite schieben, erst das Netz runter, den Tisch zur Seite schieben und dann kann man gegen die Wand spielen, kann da ein bisschen Tischtennis spielen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Rückhand, Vorhand, das kann man auch mit Beinarbeit machen, dass man sich wirklich immer bewegt. Okay, das funktioniert ja schon ganz gut. Tja, zeigt mir einfach eure Ideen, wo ihr überall Tischtennis spielen könnt, was ihr mit dem Ball alles machen könnt unter dem Hashtag Tischtennis zu Hause, damit ich eure Videos dann mir anschauen kann. Und wie ich vorhin gesagt habe, bleibt zu Hause, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video, wo ich unter anderem euch was über die Tischtennistechnik sage. Und bis bald. Ciao, ciao.